Zum 19. Mal in Folge wurde am Sonnabend in Coswig der Laurentiusmarkt abgehalten. Neben viel Mittelalter und Musik soll das Fest vor allem eines, Besucher in die Innenstadt locken, um zu zeigen, hier gibt es auch noch Läden. Der Gewerbeverein Coswiger City organisiert das bunte Treiben nun schon seit einiger Zeit. Ja, wir Organisatoren denken, wir machen lieber einen Tag mit richtig Power und vier Leuten, als wie zwei Tage, wo sich das vielleicht halbiert. Und im 13. Jahrhundert strömten die Menschen sonntags in die Kirchen und gedachten dem heiligen Laurentius und anschließend gingen sie auf die Märkte. Denn zu dieser Zeit war also immer am Sonntag der Markt. Ja, und daraus ist dann der Laurentiusmarkt entstanden, den es in der Stadt Coswig schon seit dem 16. Jahrhundert gibt und in der Neuzeit, also nach 1990, nun das 19. Mal. Eines der Highlights des Festes ist der Laurentiustaler. Dieser wird 2011 auch zum 19. Mal geprägt, immer mit anderen Stadtansichten. In diesem Jahr schmückt die Münze der 170 Jahre alte Bahnhof von Coswig. Warum kommen wir nach Coswig? Seit vielen Jahren ist es schon so, angefangen hast mit dem Spielmann Klaus. Inzwischen ist es die Gruppe Allerlei aus Naumburg und wir werden eingeladen und wir haben eigentlich den Terminkalender schon voll und diesen Termin, den halten wir hier fest, weil wir nette Leute haben, buntes Programm. Das sind die Leute, die einfach mal sich gewanden wollen und mit uns mitmusizieren. Das sind auch die Leute, die zur Blasmusik kommen. Das sind Leute, die zum Kaffee trinken vorbeikommen und ja, Wetter ist diesmal gut und wir kommen einfach. Und wir würden, wenn wir dürfen, auch ins nächste Mal wiederkommen.